Während unser Wohnmobil im Raum Karlsruhe eine Nano-Versiegelung erhielt, machten wir einen kleinen Radausflug an den nahe vorbeifließenden Rhein. Die Eindrücke dieses kurzen Radausflugs wollen wir euch gerne hier zeigen. Alles Relevante zur Glaskeramikversiegelung zeigen wir übrigens in unserem Video Nummer 251. Der Rhein ist auch hier ein Grenzfluss, aber nicht zu Frankreich, sondern zur Pfalz. Ah ja. Und entsprechend heißt die Fähre auch Baden-Pfalz. Ja, also genau. Nicht mal zu Baden-Württemberg, sondern zu Baden. Da hat das, hängt auch vorne die gelbe badische Flagge. Mhm, genau. Also die sind nur traditionsbewusster als der Rest von Baden-Württemberg. Ich bin also wieder in heimatlichen Gefilden. Ja, die Ursi ist nämlich Badenerin. Wir sind keine Schwaben. Nein, nein, wird es immer wieder fälschlich. Wir sind Baden-Württemberger, aber keine Schwaben. Nein, badische. Okay, und in der Zeit, wo ja jetzt unser Gustl schön versiegelt wird, nehmen wir uns hier ein bisschen raus und genießen die Sonne, den Rhein. Und ich glaube, wir wollen jetzt noch ein bisschen was essen gehen. Gell? Kleinigkeit zum Essen, ja. Und wir hatten auch den Eindruck, den Gannis ist ganz recht, dass er da in Ruhe schaffen kann. Aber das Ergebnis sieht jetzt schon mal ganz schön ansprechend aus, Ossi, oder? Ja, also er glänzt schon und ist noch nicht mal fertig. Ja. Ja, also ich sehe heute das Ganze schon aus einer etwas anderen Perspektive als noch vor einigen Wochen, muss ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall sind wir aufs Ergebnis sehr gespannt. Aber natürlich. Jetzt gehen jetzt haben wir was Hunger. Essen. Jawohl. Und gehen jetzt was zum Essen. Der Rhein ist wunderschön hier. Schiffe sind allerdings im Moment keine unterwegs, nur die Fähre. Mhm. Ist ja auch ein Schiff, oder? Eine Fähre. Okay, genug fachgesimpelt. Ja. Wir genießen jetzt noch. Kamen sie auch schon, die Schiffe. Hier zunächst ein Plus-Kreuzfahrtschiff und dann sogar noch ein Überholmanöver bei Gegenverkehr. Seinen Rheinauen ist hier umrahmt von vielen Deichen und landschaftlich optimierten Hochwasserschutz, aber auch mit naturbelassenen Ecken. Für eine Erkundungstour sehr zu empfehlen, weil man sehr viele Eindrücke auf dem Weg erhält. Da sind wir jetzt am Aussichtspunkt. Verdammt windig. Also wir hoffen, wir können uns verstehen. Aber es ist richtig schön. Wir sind jetzt hier durch die Rheinaue gefahren
Und wir stehen jetzt hier wieder am Rhein und ich glaube gegenüber, das ist jetzt diesmal nicht die Pfalz, sondern Frankreich. Da glaubst du nicht nur, sondern so ist es auch. Na also. Ja, schön. Ja, also ganz herrlich. Ja. Ganz herrlich. Also sowas für so einen Tagesausflug und dann bei so einem Wetter wie wir jetzt haben, ganz, ganz toll. Und man radelt da wunderschön, weil es alles ziemlich eben ist. Die Straße, die Wege sind ein bisschen geschottert, muss man vorsichtig sein, aber vorsichtig sind wir so und so. Ja, ich glaube, das sind jetzt aber gerade so Arbeiten auch im Gange wegen Rheindamm, einfach auch überschwemmungsmäßig. Und ja, es ist ganz schön was los hier auf dem Rhein. Ja, ja. Es fahren ganz schön viele Frachter. Ja, und das ist übrigens der Oberrhein. Mhm, ja. Das ist ja eine kleine Rheinkunde, machen wir jetzt. Echt? Och nee. Also, das, was im Bodensee reinfließt, das ist der Altrhein oder Alpenrhein. Mhm. Was aus dem Bodensee rausfließt bei Konstanz, ist der Hochrhein. Und ab Basel, glaube ich, ist es dann, da ist es dann der Oberrhein. Ab da ist er dann auch schiffbar. Ja. Ja? Und dann kommt der. Und dann kommt der Unterrhein und dann kommt der Niederrhein. Ja. Wenn ich mich jetzt getäuscht habe mit Letzteren, dann müsst ihr mich korrigieren, aber ich glaube, so ist es. Ja, ich glaube auch. Und dann kommt die Nordsee. Aber hier ist sehr schön am Oberrhein. Ja. Waren wir ja schon mal, also Pfalz und Baden ist und so schöne Landstriche in Deutschland. Mhm. Jetzt genießen wir noch ein bisschen, komm. Mhm. Genau. Und so kommt Wasser her. Und dann kann man sogar mit dem Boot wegfahren. Ich glaube nicht, dass man mit dem Boot weit kommt. Abenteuerlichen Weg sind wir gekommen und auf einmal ist hier eine Parklandschaft. Dann kann man davon ausgehen, dass es der Weg besser wird als sie. Ich glaube, du hast Fahrradweg mit dem Radweg verwechselt, als du das ins Navi eingegeben hast. Ich glaube, ich habe gar nichts verwechselt. Ich glaube nur, dass von Google Maps noch niemand da war. Ja. Also suchen wir da vorne jetzt einen Weg. Einen anderen Weg. Und hier ist die Bootsanlegestelle und es ist ein Rhein-Nebenarm. Gell, Ossi? Sieht so aus, ja. Seht ihr, die Ossi sagt das auch. So, hier gelten die Fahne noch was. Gell, Ossi? Da gibt es kein Baden-Württemberg, da gibt es nur Baden. Ja, wir sind ja auch im tiefsten badischen Land, oder? Ja, da wird halt Tradition noch Wert gelegt, weil die Fahne von Baden ist gelb, weil das sind die Gelbfüßler. Sagen nämlich die Württemberger. Und Gelbfüßler heißen die Badener deswegen, weil denen ihre Soldaten früher gelbe Manschetten gehabt haben. Nicht Manschetten. Galaschen. Die waren gelb und deswegen heißen die Gelbfüßler. Mhm, genau. Zum Spott der Württemberger. So ist halt, eine arme Badener. Werden halt überall diskriminiert. Ja, ja. Kennen wir ja das Badener-Lied, oder? Ja, ja, genau. Da waren die Württemberger diskriminiert, ja. Und auf einmal steht man hier vor einem Badesee. Das ist doch ganz herrlich. Ja, ist echt schön. Ja, ja. Da kann man gut Urlaub machen. Mhm. Ja, doch, gefällt mir. Mhm. Das ist schade, aber wahrscheinlich wäre es uns alles überlagert, wenn da Wohnmobile zugelassen würden.
So, damit sind wir jetzt am Ende unserer kleinen Radtour. Ja, die eigentlich überhaupt nicht geplant war. Aber ihr wisst ja, unser Gustl ist in der Keramikversiegelung. Und wir haben jetzt dieses schöne Wetter genützt und machten noch einen kleinen Radausflug am Rhein entlang. Wir haben natürlich nicht nur das schöne Wetter genutzt, sondern auch die tolle Lage, wo den Gerzeiter seine Keramikversiegelung ist. Ja? Nämlich direkt am Rhein in Illingen bei Karlsruhe oder vor Karlsruhe. Mhm. Und das bietet sich durchaus an, hier dann noch ein paar Tage mit dem sauberen Wohnmobil einzurichten. Ja, hier gibt es garantiert Stell- und Campingplätze. Jede Menge. Ja, gerade so am Rhein. Notfalls geht ihr zum Gerzeiter, da könnt ihr auch euren Hof reinstellen. Ja, genau. Ihr bringt euer Womo hin und wenn ihr es wieder abholt, ist total versiegelt. Ja, auch eine Idee, ja. Also wir verabschieden uns für das kleine Zusatzvideo, ja, von dem Ausflug, den wir da gemacht haben, von dem kurzen Radausflug. Das waren nur ein paar Stunden, wo wir jetzt unterwegs waren. Ja, halt ja. Ein normaler Radausflug, genau. Aber wir wollten euch halt auch die Gegend zeigen. Mhm. Und wir fahren jetzt zurück zu unserem Wohnmobil und hoffen, dass das jetzt schön sauber und versiegelt ausschaut. Also, da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, wenn es die Ursi ist, dann bin ich es auch. Ja. Also, in dem Sinne, macht's gut. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Mhm. Also, tschüss, macht's gut. Ciao.